Scheiße. Mann, was soll's? Nächste Woche jetzt auswärts gegen Freiburg. Da hast du, was du brauchst. Nee, nee, nix da. 6 Monate Sozialdienst. Und gerade dann, wenn Hansa spielt. Typisch. Arbeit geben sie dir keine. Aber umsonst darfst du für die ackern. Na und, ist doch für einen guten Zweck. Wer kümmert sich denn sonst um so Gehirnamputierte wie dich? Hä, Baller? Hey, knack hier auf mit der Scheiße. Mann, ich will diese Typen haben. Die kriegen wir schon. Spätestens beim Rückspiel. Ich will's aber jetzt. Was willst du machen? Willst du ganz Hamburg nach den 4 Flachwichsern absuchen oder was? Mir reicht schon einer. Warum? Darum. Bahnsteig 8 hat eine Fahrt, der Schnellzug auf Hamburg-Altona. Bist du bescheuert? Du hast einen Conny gelassen. Ich dachte, die wollten mitkommen. Bin ich ja Kindermädchen. Kann er machen, was er will. Vielleicht hat sie ja was Besseres vor. Verpassen tut sie eher nichts. Vielleicht wie Rendezvous, ne? Und wenn schon. Geh dich doch einen Scheißdreck an. Kommt drauf an, mit wem? Mit dir wohl nicht. Und mit wem denn? Ach, leck mich. Hast du nicht vergessen, mir was zu sagen? Warum erst jetzt? Was? Warum haben wir uns nicht schon früher kennengelernt? Weil wir vorher noch nie gegeneinander gespielt haben. Genau. Warst du schon mal drüben? Wo? Da, in Dänemark. Du? Hm? Wo warst du denn sonst noch? Mit Pauli? Eigentlich schon fast überall. Auswärts ist es immer am besten. Da ist echt Bombenstimmung. Was willst du eigentlich danach machen? Wie danach? Ich meine, du kannst doch nicht immer so weitermachen. Also ich bin froh, wenn ich mit der Schule fertig bin. Wenn ich hier rauskomme. Endlich weg von hier. Glaubst du, woanders ist es besser? Was willst du denn machen? Arbeiten. Meine eigene Kohle verdienen und mein eigener Boss sein. Und dann können wir überall hinfahren. Mit Hansa oder mit Pauli? Ich fahr doch nicht mit Amateuren. Yeah.
lieber nicht herkommen soll. Ach, warum soll Lala dann ausgerechnet hier aufkommen? Ja, und wenn doch? Na, dann rede ich halt mit ihm. Was soll groß sein? Ich denke, gestern, das war Spaß. Aber das hat doch nichts mit uns zu tun. Ich glaube, es sieht Lala aber anders. Was wäre eigentlich jetzt, wenn du gestern nicht in unserer Kneipe aufgetaucht wärst? Dann würde ich jetzt mit einem anderen Mädel hier sitzen. Boah, das ist gemein. Eigentlich war das Mannes Idee. Echt? Na dann, auf Money. Auf Money. Was ist das eigentlich für ein Typ, dieser Money? Money? Keine Ahnung. Aber ihr seid doch Freunde. Ja, sicher. Wir kennen uns schon ewig. Und? Money ist einfach ein cooler Typ. Der tut einfach, was er will. Er lässt sich auch nicht so leicht anpissen. Auf Money kannst du dich immer verlassen. Der hat alles im Griff. Wie mein Bruder. Anders. Money ist immer gut drauf. Nicht nur beim Fußball. Warum bist du eigentlich dabei? Weiß nicht, einfach so. St. Pauli, das ist mehr als nur Fußball. Das ist nicht so wie bei den anderen Vereinen. Das ist halt ein irres Gefühl mit den Jungs in der Kurve. Und du? Naja, guck dich doch mal um hier. Jetzt hast du ja mich. So wie jetzt. Ich meine, so wie wir jetzt zusammen sind, da vermisse ich die anderen Jungs gar nicht. Im Gegenteil. Mit dir ist alles so. Was? Ja, so einfach. Gleich wie du, mich amüsieren. Mach doch keine Umstände. Außerdem will ich wissen, mit wem mein Schwesterchen so rummacht. Woher weißt du überhaupt, dass wir hier sind? Hör zu, Lala, wenn du wegen gestern sauer bist. Ich meine, das war ein Scherz, sonst nichts. Was du nicht sagst. Das war doch nicht persönlich. Ich hab nichts gegen dich. Bin ich ja richtig beruhigt. Ich kann dir das erklären. Ja, gute Idee. Gehen wir jetzt schön raus und diskutieren das auch von Mann zu Mann. Und du kümmerst dich um Conny. Roland, du bleibst hier. Was denn, hast Schiss? Roland. Ich will keinen Strang. Geh nicht, Mann. Auf jetzt Pause, Kleine. Having no like or parallel. Hallöchen. Ich dachte, falsch gedacht, Hamburger. Mensch, Lala, warum sollen wir uns schlagen? Ich meine, das Spiel ist vorbei. Du sagst es. Du kommst nicht mehr so schnell nach Rostock, der sperrt hier. Das ist für die Verarschung. Und das hier ist für den Knast. Schönen Gruß von Bada! Geh auf! Fertig! Los, fertig! Hey. Oh, hat der kleine Aua-Aua gemacht. Komm, geh mal zu Papi. Hey, soll ich dich trösten, hey? Hey, schick ihn mal rüber hier. Oh, das nicht. Lass ihn los! Hier noch mehr Runde. Hab ich nicht ganz dein Freund ja wieder. Lala, pass auf! Komm, zieh dich aus. Was ist, wenn einer kommt? Keine Angst, setz dich. Mann, dich hat's aber ganz schön erwischt. Oh, diese fiesen Schweine. Ich hab dich gewarnt. Typisch Ostler. Das ist das Einzige, was sie können. Einfach drauf losschlagen, egal auf wen und warum. Wenn die denken, ist das eine reine Glückssache. Ach. Und die im Westen sind besser. Wir im Westen lassen uns wenigstens nicht so verarschen wie ihr. Ihr wisst doch gar nicht, was das ist, denken. Das habt ihr doch gar nicht gelernt. Sage mal. Ihr werdet doch genauso verarscht. Ihr merkt es bloß nicht. Ihr seid ganz genauso bekloppt. Jedenfalls nicht so bekloppt wie Lala. Lala ist mein Bruder. Na und? Ich finde trotzdem, dass Lala bescheuert ist. Mann, du weißt doch gar nichts über Lala. Du kennst ihn kein bisschen. Mann, ihr seid immer so scheiß überheblich. Ihr werdet uns nie verstehen. Ich wollte das nicht. Ehrlich.
schon gut. Setz dich, okay? Ich hol ein paar Schlappen. Es ist schon hell. Keine Lust. Dann los, beeil dich. Nee, es ist noch zu früh. Los, steh auf. Das war kein Witz. Aber willst du, dass ich Ärger kriege? Ja. Oh, mir tut alles weh. Ich glaube, ich habe eine Rippe gebrochen. Was? Wo denn? Hier? Conny, ich bin's. Mach auf. Ich komme gleich. Was ist denn? Moment. Ja. Mach doch mal auf. Conny, ich komme. Hallo. Wo ist der? Wer? Na, wer wohl? Er war doch bei dir. Na, und wenn schon. Ach, und dass der Typ deinen Bruder halb totgeschlagen hat, ist dir ganz egal. Ach, dem ist schon nichts passiert. Und außerdem war er selber schuld. Sag mal, bist du völlig durchgeknallt wegen diesem Westarsch? Du weißt wohl nicht mal, wo du hingehörst. Und ob. Hi! Nein, sag du's. Nun sag schon. Ich wollte. Sag, ob du mich noch liebst. Ich liebe dich. Ist doch schön mit dir. Dann sehen wir uns. Wir müssen aufpassen wegen Lange. Na, dann kommst du eben zu mir morgen. Aber morgen geht nicht. Ich kann nicht länger warten. Aber morgen geht's nicht. Entweder morgen oder ich lass dich nicht mehr los. Hey, Roland, ja.
Stiche. Geil. Alter, da wird dein Alter ohne Zeitung auf dich verzichten können, ey. Ja, 2 Wochen. Hier, Alter. Dresden 89, Fahrradkette. Dem Typ fehlen danach alle Zähne, Alter. Das ist doch noch gar nichts. München 92, die wollte mich abstechen wie ein Schwein, hat geblutet wie Sau. Das ist überhaupt nichts. Hier zu Hause gegen Frankfurt, oh, ey. Goldrakete. DFB-Pokal. 4 Schrauben, trotzdem verloren. Hier. Ah ja, sorry. 82. Blinddarm. Ach, du Volltrottel, ey. Was ist denn hier los? Oh, hallo. Das ist ein Krankenhaus und keine Kneipe. In 5 Minuten ist die Besuchszeit zu Ende. Dann seid ihr alle hier verschwunden. Habt ihr mich verstanden? Hör mal, sollen wir nicht mal ein bisschen Doktor spielen oder so? Was machst du denn jetzt? Ey, Lala, was machst du? Was denn? Hast du gehört? Sie hat gesagt, wir sollen alle verschwinden, oder? Das ist unser Stadion. Da hinten, das ist die Gegengerade. Da stehe ich immer mit Manni und den Jungs. Und siehst du das da hinten? Das ist die Reeperbahn. Und das da hinten ist der Hafen. Aber bei Nacht, wenn die ganzen Lichter an sind, da sieht das alles noch viel toller aus. Guck mal, wie klein es von hier oben alles ist. Die Menschen sehen aus wie Ameisen. Was glaubst du eigentlich, was passiert, wenn man hier runterfällt, hä? Ich weiß es nicht, aber lass es uns doch ausprobieren. Was glaubst du eigentlich, wie es ist, wenn man tot ist? Hm? Ich weiß nicht. Aber vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht. Was? Ja, da gibt's dann keinen mehr, der dir was kann. Und das wird einem nichts mehr am Hut. Stell dir vor, du bist da oben. Und da muss doch alles noch viel geiler aussehen. Meinst du das im Ernst? Warum nicht? Naja, jetzt wo du da bist, könnte schon noch ein bisschen dauern. Wollen wir nicht für immer hier oben bleiben? Aber ich will dir noch so viel zeigen. Und außerdem soll jeder sehen, wie glücklich ich bin. Hallo? Keiner da? Ein Ding. Rein, Manni. Na, kommt rein. Hallo. Hi. Er fühlt euch wie zu Hause. Man hat ja nicht jeden Tag so hohen Besuch. Setzt euch. Bist du allein? Was sonst? Wollt ihr was trinken? Ist alles da, was das Herz begehrt? Nee, danke. Wollt ihr wirklich nichts? Nee, danke. Schon okay. Na denn. Auf das junge Glück. Wir wollten eigentlich nur mal so vorbeischauen. Ich verstehe. Roland hat den ganzen Tag von euch erzählt. Hm. Was ihr schon so gemacht habt und so. Und war sehr langweilig. Sag mal, du kommst doch morgen, oder? Ich weiß noch nicht genau. Wie soll das heißen? Ich meine, zu Hause gegen Düsseldorf wirst du doch nicht fehlen, oder? Mal sehen. Stehst du schon unterm Pantoffel, ne? Naja, ich glaube, wir gehen jetzt lieber. Aber ich sag dir noch Bescheid. Sag mal, habt ihr was Bestimmtes vor? Warum? Ich meine, wir könnten noch zusammen... Darf ich bitten? Hey, Nico! Sag mal, Manni, bist du bescheuert? Ach, scheiß drauf.
Hey, guck mal da. Das ist unsere alte Schule. Mensch, Manni, weißt du noch? Klar weiß ich das noch. Weißt du, eines Tages sehe ich auf dem Schulhof, wie so ein paar Typen sich so einen Kleinen vornehmen. Ich hin und den Ärschen erstmal ein paar aufs Maul hauen. Und der Kleine war Roland, ja? Ganz genau. Und seitdem sind wir Freunde. Und keiner hat ihn mehr angemacht seitdem. Hey, da drüben arbeite ich. Wenn du nicht gerade blau machst, hä? Sag mal, was machst du eigentlich? Wie wär's mit dem Bier? Du bist doch schon wo. Runter vom Hof, ihr Scheißkerle! Oder ich lass den Hund los! Steck ich dich ab, du Fettwanz! Manni, hey. Altes Haus! Was gibt denn noch her draus? Hannes. Hey, Hannes, ich habe gerade Ewigkeit nicht gesehen. Das ist das Conny. Hallo. Sag mal, wo ist eigentlich Hacki? Da fragst du einen Falschen. Wenn der nur Arbeit riecht, ist der schon über alle Berge. Hey, ich dachte, dass wir hier vielleicht was zu saufen kriegen. Du weißt ja wo. Steht alles noch am alten Platz. Alles klar. Hey, warum der weg ist, wirklich eine Schande. So einen finde ich nicht mehr wieder. Was macht er denn jetzt? Ach, du kennst ihn doch. Der hält's doch nirgends lange aus. Wirklich eine Schande. Wie läuft's bei dir? Was macht die Lehre? Geht so. Die beiden haben hier schon alles auf den Kopf gestellt. Waren die noch so klein. Kann ich mir gut vorstellen. Hey, Hannes, was ist? Hey, komme! Tut mir leid, ich muss. Oder willst du selber mal wieder? Na klar, wenn ich darf. Na komm. Willst du? Du hast hier auch mal gearbeitet? Wir sagten das. Nettes Mädchen, was du da hast. Bist wohl schwer verknallt in sie. Wieso? Wieso? Wie du aus der Wäsche guckst. Was sagt Manni dazu? Ach, Manni, der ist komisch drauf. Ich glaube, da kann sie nicht leiden. Manni ist eifersüchtig. Ach, Quatsch. Auf was soll Manni denn eifersüchtig sein? Auf dem Spielplatz hier sind wir praktisch groß geworden. Roland und ich. Auch als sie mich damals von der Schule geschmissen haben, habe ich erstmal hier angefangen zu jobben. Erst wegen der Kohle und dann später einfach so. Wenn irgendwas war, dann haben wir uns immer hierher zurückgezogen, erstmal gequatscht. Für uns war das hier eine richtige Oase. Und jetzt? Was nun jetzt? Du hast doch irgendwas gegen mich, hä? Ach Quatsch, was soll ich denn gegen dich haben? Ich weiß nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, dass du dir nichts sehnlicher wünschst, als dass ich wieder verschwinde nach Rostock. Und hier nie wieder auftauchen. Ja, vielleicht. Los, Manni, schalt mal einen Gang runter. Was ist mit dir los? Warum bist du so empfindlich, ja? Los, Manni, mach. Wenn du willst, gehe ich auch gern zu Fuß. Bitte! Was ist jetzt? Du kommst schon wieder rein. Du, Manni, spiel nicht den wilden Mann. Conny! Conny! Scheiße! Aua. Ist okay. Aua.
Manni! Scheiße. Conny! Mensch, mach keinen Scheiß! Conny, schnell! Komm. Reingefallen! Oh, du blöde Sau! Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß, ich hau jetzt ab! Ich kann mich doch von euch Hamburger nicht verarschen, ey! Du bist wirklich ein selten blödes Arschloch! Ich hab die Schnauze voll! Sieh zu, wie du klarkommst! Ey, was regst du dich so auf? So nichts passiert! Roland! Was mit morgen? Was regt dich doch am Arsch! Also es ist. Am Anfang einen netten Tiefschlag. Und am Schluss einen schönen Kopfstoß. Und was bringt das? Wer hat dich denn gefragt? Wer hält schön die Klappe? Alles klar, Männersache. Also, Jungs, ich weiß ja jetzt wirklich nicht genau, wie ihr das seht. Aber ich will das ganz demokratisch haben. Hä? Was ist denn jetzt? Knacki. Ich bin sowieso dabei, Alter. Du? Ich auch. Baller. Ja, nee, ist mal wieder was los. Naja, von mir aus. Alles klar. Antrag einstimmig angenommen. Morgen Abend machen wir sie auf ihrem eigenen Heimspiel fertig. Alter, es ist was passiert. Jemand hat den ganzen Schrottplatz abgefackelt. Mein Vater sagt, Manni, hör was. Roland! Ja? Was ist? Ist was passiert? Nein, nein, schon gut. Alles in Ordnung. Leg dich wieder schlafen. Ich war schon mal zu Hause, aber das auch nicht. Hast du nicht eine Ahnung, wo er sein könnte? Du musst ihm Bescheid sagen, Mann. Die Hunde sind schon da. Ja. Moment. Ich komme gleich. Und, was willst du denn jetzt machen? Ich weiß auch noch nicht. Bist du sicher? Keine Ahnung. Aber wenn er da nicht ist, dann weiß ich es auch nicht. Verstehst du, warum er das gemacht hat? Lass mal. Ich gehe lieber allein. Warum? Es war doch alles okay, so wie es war. Hat sich doch nichts groß verändert. Doch. Alles ist anders. So ist das nun mal. Wir hatten so viel Spaß. Aber kannst du dir was Besseres vorstellen als das hier? Das Spiel, die Jungs, die Kurve. Aber das kann doch nicht alles sein. Warum können wir nicht einfach weitermachen wie bisher?
Darum muss ich alles verändern. Man kann doch nicht alles aufgeben. Darum geht es doch gar nicht. Aber du musst doch wissen, wo du hingehörst. Sonst hat doch alles keinen Sinn. Irgendwie geht eben alles weiter. Ich kann das nicht. Ja, Fan zu sein bedeutet für mich, mich mit dem Verein identisch zu erklären. Mit meinem Verein leben und sterben, auf Deutsch gesagt. Ja, man ist anders als die anderen, oder was weiß ich. Man ist eben nicht so der typische Bürger, der zur Arbeit nur morgens geht und abends dann sich einen Fernseher anmacht, sondern man bewegt was oder so, ich weiß es nicht. Das ist dann schon irgendwo ein Gefühl, ja, dass man irgendwo mit seiner Einstellung, mit seinem Ganzen nicht so ganz alleine ist. Die Fans, die immer dabei sind, das ist wirklich wie eine große Familie. Wenn der eine dann ein Problem hat, sind sofort die anderen da und helfen, unterstützen. Und das braucht man in dieser Zeit eigentlich auch. Man fühlt sich irgendwo ein bisschen aufgehobener oder... Es ist so aus dem Alltag raus, dieses Gefühl so. Man hat was, wo man sich in guten Tagen dran erfreuen kann, wo man sich an schlechten Tagen auch wieder hochziehen kann. Wo man halt hingeht, um mal den Stress mit der Freundin zu vergessen, um Probleme mit Geld. Da steht alt neben jung, was weiß ich, da steht ein Anwalt neben Punk und die unterhalten sich ganz locker. Und haben eigentlich ein völlig verschiedenes Weltbild, aber doch verbindet die beiden eins. Das ist für mich schon sehr hoch angesiedelt. Es ist, hat mir aus einer ganz schweren Zeit rausgeholfen, als ich kurz nach der Wende hierher gegangen bin, nach Hamburg, um zu lernen. Und habe viele Probleme hier gehabt. Und da waren die Fans immer für mich da und haben mir da vom Prinzip herausgeholfen, haben mich ermuntert, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Und das habe ich gebraucht. Und seitdem kann ich das einfach nicht mehr lassen, zum Fußball zu gehen. Und auch also ohne Fans würde der Fußball ziemlich ärmlich aussehen. Ansonsten ist Fan sein und das, was dort in der Masse abgeht, natürlich auch immer ein Spiegel der Gesellschaft. Und da spiegeln sich dann auch Sachen wieder, wie politische Bewegungen, und die finden dort auch oft ihren Ausdruck und eine Art Eruption. Also wenn es irgendwo andauernd knallt, wie im Osten, und den Leuten geht es schlecht, dann spiegelt sich das leider oft auch auf den Rängen wieder. Fortuna! Fortuna! Du weißt warum. Nur noch das eine Mal. Ich dachte, du meinst das ernst. Und jetzt rennst du doch wieder dahin, nur weil dieser Blödmann nach dir ruft. Ach komm, ich hab's ihm versprochen. Und außerdem ist er mein Freund. Und hast du mir etwa nichts versprochen, oder was? Ach, jetzt mach doch nicht so ein Theater. Theater? Was ist denn? Kommst du nur mit oder nicht? Du, wenn du meinst, dass du da unbedingt hingehen musst, dann bitteschön. Aber glaub nicht, dass ich hier auf dich warte. Und was willst du jetzt machen? Ich fahre nach Hause. Was denn sonst? Bitte? Ich halte dich nicht auf. Und wann sehen wir uns? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ganz wie du willst. Ich hoffe, ihr verliert! Am 19. März, 19:53 Uhr, im Willy-Koch-Stadion, am Hamburger
noch was. Komm so rein, wenn du was willst. Wir wollen zum Spiel. Da gibt's noch was zu klären. Das wüsste ich aber. Komm, Lala. Was soll der Schatz? Das ist eine Sache zwischen dir und mir. Sag's es. Trying to